Ich fand immer die brutalste Wahrheit besser als die schönste Lüge. Und dann erfuhr ich vom Schicksal meiner Familie. Klar, es war Betrug und Diebstahl, aber ich habe ihm auch einen Gefallen getan. Hier, nimm. Der ist von ihr. Einer meiner besseren. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Mir ist leider erst im Nachhinein aufgefallen, dass ich bei der letzten Folge zum Start vergessen habe, die Videosequenz mit reinzuschneiden von der Schmugglerin, wie wir sie vernichten. Deswegen gab es die jetzt nochmal zu sehen, damit hier auch alles schön vollständig ist. Ich hatte die nämlich bei der Folge davor noch aufgenommen. Wir hatten die ja beendet, als wir sie besiegt haben, sind aber noch nicht zu ihr hin. Und dann hatte ich das bloß noch schnell aufgenommen, weil ich Angst hatte, wenn ich das Spiel jetzt beende. Was für ein Scheißlärm. Der Werfer kann nicht weit sein. Ich muss ihn zerstören. Dass das dann irgendwie wegfällt, weil das Spiel ja teilweise so einen Checkpoint weiter vorne dann speichert. Drum habe ich das nach der Folge mit aufgenommen. Dachte mir, schneidest du dann am nächsten Tag mit in die Folge davor rein. Ja, hab noch gesagt, ihr habt gerade die Videosequenz gesehen und ja, effektiv habt ihr gar nichts gesehen, ne? Wir haben hier eine Kiste. Wir waren hier ja definitiv auch schon ein paar Mal. In der guten Trümmerzone. Und wir sind immer noch auf dem Weg zum Werfer, zur Abschussvorrichtung. Wir müssen mal gucken, was denn hier so Schönes los ist. So, brauchen wir noch Muni? Irgendwie sieht das nicht aus, als wären wir voll, oder? Doch, ist so eine komische ungerade Zahl bei dem Scharfschützengewehr. Aber irgendwie kommen keine Gegner. Verstecken sich alle. Na, jetzt kommen sie. Ach, da. Da hat man einen. Es sollen übrigens wohl bald die Scharfschützengewehre etwas schwächer gemacht werden. Weil die wohl aktuell ziemlich OP sind. Ich meine, ich spiele es ja definitiv sehr gerne. Wir haben zwar jetzt gerade kein richtiges Scharfschützengewehr, aber diese Einzelschussdinger, die ballern halt echt böse rein, ne? Man kann halt schön in Deckung bleiben. Aber hat wohl der Spieleentwickler selber gemerkt, dass es ein bisschen zu stark ist. Ah, ich kann nicht. Ich bin eingefrostet und hier ist ein Kreis um mich rum. Ah, das ist der Kreis vom Einfrosten. Okay. Aber wie das halt so ist bei neuen Spielen, gerade bei solchen Spielen wie diesem hier, da wird halt gerade in der Anfangszeit sehr, sehr viel immer erstmal gebalanced, bis das dann alles passt. Also müssen wir mal gucken, ob wir in Zukunft noch weiter Scharfschütze spielen können oder ob dann was anderes mehr Sinn macht. So, wir können jetzt mal hier auf das normale Gewehr wechseln. Frostkugeln möchte ich nicht. Nein, geh weg damit. Nicht wieder einfrosten. Danke. Irgendwie schießt er nicht, ne? Es ist halt bei manchen Gegnern so, wenn du den ordentlich Schaden verpasst, gerade wenn du kritisch triffst, also auf den Kopf, bei ihm zum Beispiel, dann taumeln die halt die ganze Zeit rum und man hat eigentlich voll seine Ruhe. Auf jeden Fall keine schlechte Sache. So, was ist mit ihm da oben? Wir hauen nochmal Lavageschosse drauf. Und dann gibt es ja nochmal ein paar Scharfschützengeschüsse. Geschüsse, so rum. Hui. Hui, was ist denn jetzt los? Hui, und schon wieder. Heute ist Lag-Party. Aber auch er macht irgendwie gefühlt gar nichts, also. Ah, nein. Nein. Ach, das war ungünstig. Hä? Wo kam er denn her? Nur auf der Karte gesehen. Ist aber nicht nett. Autsch. Wir müssen mal wieder ein bisschen Leben generieren. Was kommt denn hier angerannt? Zwei Brecher. Wir brauchen Leben. Ich finde es auch tatsächlich schön, dass sich das Spiel so ein bisschen, was die Kämpfe angeht, offensiver entwickelt hat. Beziehungsweise vielleicht auch einfach ich, mich. Aber am Anfang haben wir halt fast nur in Deckung kämpfen können. Sonst wären wir direkt gestorben. Und mittlerweile ist es so, und auch später dann im Endgame, ich bin ja mit meinem zweiten Charakter, den ich im Multiplayer spiele, schon fertig mit dem Spiel mittlerweile. Seit gestern. Und auch da muss man sagen, das Spiel wird tatsächlich offensiver. Es geht auch ein bisschen mehr um Movement, um mal wegrennen und nicht die ganze Zeit nur in Deckung bleiben. Das finde ich sehr, sehr gut.
macht das Ganze einfach ein bisschen actionreicher. Kommt mir alles hier sehr, sehr bekannt vor. Wir sind hier definitiv schon lang gelaufen. Bin mir bloß nicht mehr ganz sicher, bei welcher Quest genau. Halt die Frage, ob sich das dann mehr lohnt, wenn man erstmal alle Quests annimmt. Ja, dann muss man nicht doppelt laufen, aber so ist auch wiederum doppelt Erfahrung. Weil die Gegner ja wieder da sind. Stimmt, das ist doch hier, wo wir dann hinten den Hebel ziehen können. Ich glaube dort. Da ging das Tor auf und von dieses Tor und dann kamen die Bosse. Hui. Also eigentlich ist das Scharfschützengewehr auch gar nicht so schlecht für den Nahkampf. Dadurch, dass es vollautomatisch ist. Können wir hier echt ordentlich reinpfeffen. Pfeffen, was ist denn heute los? Reinpfeffern, Entschuldigung. Tag der Versprecher und Lecktag heute. Beides in einem, nur für euch. Aber diesmal müssen wir nicht am Hebel ziehen. Nee, das war nämlich der hier. Zum Aufheben des Sprengstoffs. Okay, wir sprengen also das Ding. Explosionen sind immer gut. Da freue ich mich doch drauf. Ach, hier steht er ja schon. Das kleine Ding macht hier so einen Ärger. Ah, es gibt wahrscheinlich mehrere davon. Platziere den Sprengstoff. Ja, würde ich gerne. Jetzt. Hätte man noch ein bisschen näher ranstehen können. Ah, wir müssen weg. Und? Bam. Das war's alles? Jederzeit. Das kleine Ding hat mir Ujio eine Belohnung versprochen. Hat ja so einen Ärger gemacht. Wahnsinn. Okay. Na, dann gehen wir wieder zurück. Wir müssen zum Lager und dann irgendwie verwirrt mich das, dass wir immer in einer anderen Zone sind und gar nicht in der Stadt. Dass wir immer erstmal hierher müssen und dann mit dem Truck zurück. Wir können noch mal eben kurz unser Inventory durchgucken. Brandbomben benutzen wir gar nicht, also ist das eigentlich Quatsch. Wir nehmen aber die Lavageschosse, also nehmen wir das mit rein. Wir haben hier auch Lavageschosse drauf. Der Gegner, die von der Fähigkeit, wird ein Schwächeeffekt verursacht. Wir haben aktuell Rüstungsverringerung, finde ich irgendwie besser. Hitzewelle, die kann ein weiteres Mal ausgelöst werden. Brandbombe brauchen wir nicht. Hitzewelle macht Schwäche. Was haben wir hier noch? Asche-Detonation nutzen wir nicht. Brandbombe nutzen wir nicht. Brandbombe nutzen wir nicht. Allerdings sind die schon doch ein bisschen stärker, also nehmen wir das mal. Ja, auch die Hitzewelle ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsskill. So, der Lebensentzug um 10% steigt bei Hitzewelle. Und was haben wir hier noch Schönes? Verzehrendes Feuer. Erhöht die Reichweite. Oh ja, das ist ziemlich nice. Wir zerlegen jetzt erstmal später, wenn dann, ich sag mal, dauerhaft blauer und lila Loot kommt, dann macht es auch mal ein bisschen mehr Sinn zu verkaufen. Wir hauen auch das alles mal weg, aber das Scharfschützengewehr behalte ich hier mal noch. Und der ganze Spaß kann einmal weg. Weil aktuell ist es ganz gut, wenn wir die Ressourcen hier unten bekommen. Beim Verkaufen kriegen wir ja Schrott. Aber es macht aktuell nicht so wirklich Sinn, beim Händler sich Waffen für Schrott zu kaufen. Dafür steigen wir aktuell viel zu schnell mit den Itemstufen. Deswegen machen wir das alles später mal. So, wir gehen nach Trenchtown zurück. Überall ist hier ein Ausrufezeichen. Wir haben echt ein bisschen was übersehen. Aber naja. Holen wir alles noch nach. Muss ja gemacht werden. Nein, das war dumm. Ja, wir sollten doch hier hin, oder? Was war denn die Quest jetzt? Kehre zu links zurück. Ja. Das war ja der Typ in der Bar, der so Söldner anheuert und Auftragsarbeiten erledigt. Achtung, tritt nicht in die Kotze. Ich trete nicht in die Kotze. Aber aus dem Gummistiefel an, alles gut. Im Ernst, die Artilleriestellung muss ausgeschaltet. Gesellen Sie sich zu mir? Es gibt etwas Geschäftliches zu bereden. Dann guck mich nicht so blöd an, sondern quatsch mit mir.
Die Vernichtungsraketen sind Geschichte. Sie waren in der Zone? Und Sie sind heil zurückgekommen? Sieht so aus. Sehr beeindruckend. Wir doch immer. Wir kriegen eine Belohnung. Was haben wir hier? Eine Hose? Die Fähigkeit ist für ein weiteres Magazin effektiv, bevor die Abklingzeit ausgelöst wird. Okay, gar nicht so verkehrt. Hier haben wir aktuell Hitzewelle drauf. Wir haben halt einen lila Gegenstand, ne? Aber Schaden von Schrotflinten, ich nutze keine Schrotflinten. Hitzewelle ist wieder dieses Schwäche-Ding, ist nur minimal besser und wir haben wieder, nee, wir nehmen auf jeden Fall die Hose. Ich finde die Lavageschosse doch schon mega geil. Machen die gleich mal kaputt. So, hat er jetzt noch eine Quest für uns? Gesellen Sie sich zu mir? Es gibt etwas Geschäftliches zu... Ich überspring's mal. Hier scheint der ständige Beschuss niemand zu stören. Mission erneut spielen. Nee, okay. Gut, weil mich... Huch, war ich kurz wieder weg. Mich wundert's, dass das halt noch so gelb dargestellt wird. Deswegen bin ich mir auch unsicher, ob wir nicht doch schon viele der Nebenmissionen gemacht haben, die wir aktuell noch auf der Karte sehen. Ich dachte eigentlich, dass es dann halt ausgegraut wird. Ne, bei ihm gibt es, glaube ich, aktuell auch keine Bestie mehr zu holen. Wir quatschen mal kurz mit ihm. Überspringen mal das dumme Gequatsche. Nee, eben auch nicht. Deswegen verwirrt mich das etwas. Wenn wir jetzt mal auf die Karte schauen. Feuer mit Feuer bekämpfen, ein Herz aus Gold. Haben wir gemacht, ne? Und trotzdem steht es noch als Gold da. Also haben wir vielleicht doch gar nicht so viel übersehen. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal mit der normalen Story-Quest weiter. Aber so ist es halt relativ schwierig jetzt rauszukriegen, fehlt uns noch was oder nicht. Weil erst jedes Mal in jedes Dorf zu reisen oder Stadt und die ganzen Leute anzuquatschen, um dann zu gucken, steht dahinter erneut spielen oder hast du es schon? Dann machen wir lieber vielleicht doch mit der Story weiter. Ich gucke, dass ich in Zukunft definitiv alles mache. Wenn wir irgendwo ein, zwei Nebenmissionen übersehen haben, dann tut es mir wirklich leid, aber... Das ist mir die Mühe jetzt nicht wert, hier die ganze Zeit überall hinzureißen und alle Leute anzuquatschen. Bereite den Truck vor. Was ist denn jetzt eigentlich unsere Hauptquest? Wir sollen zum Steinbruch? Dann machen wir da mal hin. Und gucken mal, was uns da Schönes erwartet. Mit Baileys Hilfe, obwohl ich wollte es nicht mehr vorlesen, es lädt einfach zu schnell. Durch den Steinbruch. Der ist direkt da vorn, hinter dem kaputten Bagger. Überquere die Sümpfe. Machen wir. Und wir werden schon wieder direkt nett begrüßt. Aber die kleinen Viechers hier sind mir immer noch die liebsten. Da kann man halt einfach reinsprayen. Das hier sind die allerschlimmsten. Das ist wirklich, die sind einfach absolut OP. Wir haben ja schon mal gegen welche gekämpft, aber... Glaubt mir selbst, irgendwann im Endgame, wenn die wiederkommen. Es bricht immer Panik aus im Multiplayer, sagen wir es mal so. Dann spielt ganz in Ruhe und dann Flugvieh, Flugvieh und alle drauf, ne? Weil ganz ehrlich, wenn die dich zwei, dreimal hintereinander treffen, bist du halt einfach Matsch. Und dann seht ihr ja, wie beschissen die sich auch noch bewegen. Was ist denn mit denen? Die bleiben einfach stehen. Ah, ich liebe mittlerweile dieses Scharfschützengewehr, ganz ehrlich. Ach, wir haben es gar nicht mehr drauf, dass wir das nochmal auslösen können. Nein. Haben wir es erwischt, ja. Da liegt was Lilanes. Irgendwo sollen noch Gegner kommen, da hinten. Ich sehe es nicht, ich feuer einfach mal rein. Ich sehe nicht. Ich feuer rein. So, haben wir? Was gibt's denn hier Schönes? Ein E... Whoa. Nehmen wir wieder die andere Waffe. Ich wollte mir eigentlich mal kurz den Helm angucken. Ich hoffe, es kommt jetzt nichts angerannt. Was haben wir hier drauf, das mit den Lava geschossen? Jetzt haben wir hier wieder Brandbombe. Ach, verdammt. Müssen wir das dann ausrüsten?
Aber vorher mache ich die andere Fähigkeit nochmal drauf. Ich möchte die ganzen Items, Rüstung, Waffen und so schon angepasst haben auf das, was wir auch spielen, ne? Es macht schon einen großen Unterschied und was bringt es mir, wenn das 100 Rüstungspunkte mehr hat, aber dafür irgendeine Fähigkeit supportet, die ich überhaupt nicht benutze. Und genau das macht ja auch Spaß an dem Spiel, dass man sich seinen ganzen Loot, seine ganzen Items... Ach du Scheiße, was ist mit ihm los? Ich meine, es ist eine Alpha, ja, die sind immer mal ein bisschen stärker, aber trotzdem... Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, wer kommt als erstes gesprungen? Er kommt gesprungen, jetzt kommt er hier drüben gesprungen. Ah, Mist, der war zu schnell da. Da konnte ich nicht reagieren. Komm schon. Und auch wieder lila. Es wird langsam besser, das freut mich. Ja, was wollte ich denn gerade sagen? Ich weiß es nicht genau. Ach so, genau das macht ja halt auch Spaß, dass man sich sein Loot, Rüstung und alles so geil anpassen kann. Und halt Missionen einfach immer und immer wieder spielt. Ja, Missionen halt immer und immer wieder spielt, um halt besseren Loot zu bekommen, beziehungsweise am Ende dann nicht mal unbedingt Missionen, sondern da kommt dann noch was anderes. Aber das spoilere ich jetzt nicht. Ich finde, das sieht ziemlich geil aus hier. Die Lichtstimmung, hier dieses ganze Pflanzengedöns. Sieht irgendwie echt witzig aus. Haben wir hier noch irgendwo eine Truhe? Irgendwie, nö, aufs Wasser dürfen wir nicht, wir sind Nichtschwimmer. Na gut. Dann machen wir uns hier lang weiter und ich denke mal, die nächsten Gegner erwarten uns direkt. Sage ich doch. Ah, es ist eher Zeit hierfür. Man darf die Nahkampffähigkeit wirklich nicht vergessen. Die ist mega stark. Vor allem kann man damit auch Gegner unterbrechen. Gerade bei Bossen ist das ja sehr, sehr geil, weil man hat nicht immer eine Fähigkeit ausgerüstet, die unterbrechen kann. Aber kann gegen den einen oder anderen Boss wirklich Leben retten. Aua, das ist nicht nett von dir. Aua, aua, aua. Oh, oh, wenn der jetzt noch springt, haben wir ein Problem. Wir müssen erstmal nur draufballern, um Leben wieder zu kriegen, ja. Ey, Mist, ich konnte nicht so weit... shit. Nein. Was ist hier los? Ich brauche Leben, ich brauche unbedingt Leben. Der kommt gleich gesprungen. Der andere kommt auch bestimmt gleich gesprungen. Shit, wir sind gleich tot. Ah, Alter, was war denn jetzt los? Wir sind die ganze Zeit hier so locker flockig durchgekommen. Das war doof. Ich bin irgendwo hier hängen geblieben, als ich gerade vor dem Wegspringen wollte. Und das hat uns so viel Leben gekostet. Das war echt ein bisschen ärgerlich. Naja, gut. Warum sind das auf einmal so viele hier? Wir müssen erstmal die ganzen Kleinen loswerden. Jetzt kommen sie, glaube ich, von rechts, die Großen. Nee, noch nicht. Ich möchte mir nur gerade die Lavageschosse für die unbedingt aufheben. Weiß nicht, wann die genau kommen. Ah, ich hänge. Nicht hängen. So, wann kommen die Großen? Jetzt müssen wir erstmal den Giftigen. Was denn jetzt? Wartung gestattet. Na geil. Wie nett, mitten im Kampf. Sorry, Entwickler, aber da müsst ihr... euch mal ein bisschen was anderes einfallen lassen. Ja, super. Wenn ich jetzt sterbe, dann wissen wir warum. Dann schiebe ich alles auf die Wartung. Wie kann man denn mitten so... Also, das ist ja wirklich... Na, wir sind gleich wieder tot. Na, ich komme hier aber auch einfach nicht weg. Nein, nein. Na, die fetzen halt aber auch rein zur Zeit hier. Come on. Weg mit den Biestern.
So, erfolgreich ausgewichen, sieht gut aus. Halt auch noch extrem viele von den kleinen Spastis hier. Entschuldigung. So, wir sind wieder voll. Sieht gut aus. Wir müssen die Großen wegkriegen. Ah, jetzt springen da nicht fünfmal hintereinander, ey. Sieht gut aus. Nein, der lebt ja noch. Ja, die Alphas haben es halt echt in sich, ne? Gerade wenn die dann irgendwie so einen kleinen Ratsch kriegen und zwei, dreimal hintereinander springen. Dann musst du halt echt gucken, dass du ordentlich ausweichst. Kommt hier mitten im Fight eine Meldung, die man noch wegdrücken muss. Also wenn, keine Ahnung, so ein kleiner Pop-up oben gekommen wäre mit hier, mein Guter. Wartung ist gestattet. Aber nö. Mitten im Bildschirm, sodass du nichts mehr drücken kannst. Außer halt bestätigen. So, alles klar. Zum Freiräumen des Weges gedrückt halten. Das machen wir. Und hier an der Stelle. Der Steinbruch, wo wir hinwollen, wurde überrannt. Dann müssen wir dort wohl auf der Hut sein. Inzwischen wimmelt's da wahrscheinlich von mutierten Freaks. Um das verdammte Loch im Boden kämpfen wir, seit ich denken kann. Aber beim letzten Mal fand Corrigan, dass es die Mühe nicht wert war. Wir haben das Ding hochgejagt und Minen auf der Straße gelegt, um unsere Flanke zu schützen. Okay, bevor wir jetzt hier weiter vorrennen und die Gegner anlocken, was ich zwar, glaube ich, schon gemacht habe, machen wir erstmal an der Stelle Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.